Werter Zuschauer, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Online-Bürgerdialog der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, live aus Potsdam. Heute nicht nur mit zwei Abgeordneten, sondern auch mit zwei Feuerwehrmännern und zwei echten Brandenburgern. Das sind zum einen Daniel Freiherr von Lützow, der kommunalpolitische Sprecher unserer Fraktion, und Lars Schieske, der sportpolitische Sprecher unserer Fraktion. Sie haben wie in jeder Woche am Mittwochabend die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an die Abgeordneten zu stellen, unten in den Kommentaren. Damit können Sie jetzt schon loslegen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Bürgerdialog. Und hier sind Daniel Freiherr von Lützow und Lars Schieske. Ja, einen schönen guten Abend an die beiden Abgeordneten des Brandenburger Landtages für die AfD-Fraktion. Ihr habt jetzt erstmal die Möglichkeit, kurz von eurer Arbeit zu erzählen, alles, was euch gerade beschäftigt. Lars? Genau. Guten Abend auch von mir. Mein Name ist Lars Schieske, bin Baujahr 77, soll ein hervorragendes Baujahr sein. Bin als Direktkandidat in den Wahlkreis, über den Wahlkreis 44, also ist der Cottbuser Süden gewesen, hier in den Landtag eingezogen am 1. September. Ja, seit 25 Jahren bin ich Freiwehrfeuerwehrmann, war bis vor dem 1. September Berufsfeuerwehrmann auch gewesen, seit 2002. Also mein Slogan war immer gewesen, für die Brandenburger gehe ich auch im Landtag durchs Feuer, und das mache ich auch. Seit 2013, seit Mai 2013 bin ich aktiv in der AfD Cottbus, bin ich also in die AfD eingestiegen. Ja, und seit 2018, nach einem dienstlichen Ereignis, habe ich mich also so massiv dann politisch engagiert, dass ich also gesagt habe, so kann es nicht weitergehen in unserer Gesellschaft, in unserem politischen Leben. Ich möchte mich jetzt einbringen und habe mich zur Landtagswahl aufstellen lassen. Und wie gesagt, ich habe es als Direktkandidat geschafft. Ja. Ja, wenn der Lars fertig ist, Daniel Freiherr von Lützow, ebenfalls seit 2013 in der AfD, habe auch in Tette Fleming in den AfD-Kreisverband mit aufgebaut. Bin seit ca. 20 Jahren Feuerwehrmann, wenn man alles zusammenzählt. Ja, der Lars hat es richtig gesagt, wir gehen auch hier im Landtag durchs Feuer für unsere Leute und vor allen Dingen für unsere Kameraden draußen. Wir versuchen im Landtag viel zu erreichen für die Feuerwehren draußen, aber auch für die Bevölkerung, was Bevölkerungsschutz anbelangt, etc. pp. Bei mir ist das Kommunale, bin seit 2014 Fraktionsvorsitzender einer kommunalen Fraktion, bin der kommunalpolitische Sprecher und kann natürlich das, was ich in den letzten 5 Jahren draußen in der Fläche gelernt habe, hier verwerten und versuche die Missstände, die durch die Landespolitik entstanden sind, in der Kommunalpolitik natürlich auch abzuschaffen. Vielen Dank für eure erste Runde. Wir hatten schon im Voraus Fragen, die uns diesmal über Instagram erreicht haben. Und da bleiben wir gleich beim Thema der Feuerwehr. Hier fragt René Froh, ob die Feuerwehrbeamten mal mehr Geld bekommen in dieser schwierigen Zeit. Ja, ja. Der Beamte ist, würde ich an dich weitergehen? Genau, also Feuerwehrleute sind ja hauptsächlich Kommunalbeamte. Und da ist natürlich die Kommune dann dafür verantwortlich. Aber ich möchte hier einfach mal auf einen Missstand aufmerksam machen. Die Feuerwehrleute, die riskieren da wirklich ihr Leben, um anderen zu helfen. Und teilweise gehen also die Beamten, wenn sie dann in Pension gehen, mit ihrem Einstiegsamt, das ist die A7, gehen sie also in den Ruhestand, und das ist unmöglich. Also da muss es eine andere Regelung geben. Und soweit wir das hier vom Land aus machen können, werden wir uns da natürlich auch einsetzen. Aber wie gesagt, das sind halt Kommunalbeamte, und da ist die Kommune nun mal dran und daran verantwortlich oder dafür verantwortlich. Eine weitere Frage auch über Instagram. Gibt es schon Pläne, wie die Wirtschaft nach der Corona-Krise stabilisiert werden kann? Ja, würde ich jetzt mal darauf antworten, da ich ja auch im Wirtschaftsarbeitskreis mitarbeite. Ja, die Wirtschaft stabilisieren kann nicht nur durch Geld passieren, sondern durch eine sofortige Lockerung der Einnehmungsverordnung, weil was draußen keiner verstehen kann, und auch wir nicht als Abgeordnete, wie zum Beispiel so eine Firmen wie Daimler-Benz oder andere Autobauer, die ja rechtzeitig ihre Leute alle in Kurzarbeit geschickt haben, nicht mal weiter produzieren, weil die Abstände zwischen den Arbeitern dort doch mehr als nur 2 Meter sind, wenn die am Band arbeiten etc. Wir werden auf jeden Fall alles dran setzen, dort Konzepte noch zu erarbeiten und die Landesregierung zumindest in die Richtung zu bringen, wie wir denken, dass es richtig ist. Momentan sind wir erstmal bei, die Lage zu analysieren und unsere Forderungen zu stellen.
dass wir den sofortigen Ausstieg aus dem sogenannten Lockdown, um es mal in Englisch zu sagen, sofort anregen, weil wir die Maßnahmen, die jetzt alle schon statten gehen, als völlig überzogen ansehen, da es keine validen Zahlen zu dem sogenannten Coronavirus momentan gibt, keine validen Studien, und solange das anhält und man keine Zahlen gegenteilig beweisen kann, denke ich mal, wäre es wichtig, jetzt vor allen Dingen auch den Mittelstand wieder zu unterstützen, dass der Mittelstand, sei es durch Gelder, die Landesregierung hat sich ja im ersten Schritt 1 Milliarde gegönnt, danach nochmal extra 2 Milliarden, also 3 Milliarden Euro Gelder stehen bereit, und die können auch gerne für die Wirtschaft, aber auch für sonstige Zwecke ausgegeben werden, soziale Zwecke etc. pp. Ja, da sind wir natürlich bereit und kämpfen drum. Ich möchte hier bloß nochmal einhaken. Wir sind also für eine Lockerung dieser Maßnahmen, weil ganz einfach, wir verstehen zum Beispiel nicht, warum Geschäfte nur bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche geöffnet sein dürfen oder zumindest, dass sie die bloß zur Verfügung stellen dürfen, weil das erschließt sich uns nicht, dieser Sinn dahinter. Für uns ist das alles wilder Aktionismus, und es geht ja auch noch weiter. Also wir sind da nicht allein. Also zum Beispiel hat jetzt erst der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhard heißt der, hat jetzt erst gesagt, diese ganzen Maßnahmen, diese Eindämmungsmaßnahmen fußen auf keinerlei medizinischen wie auch wissenschaftlichen Studien. Das ist eben Willkür in unseren Augen. Die nächste Frage. Warum hat die AfD das kommunale Notstandsgesetz abgelehnt? Können Sie das, ich denke mal, das ist die Frage an Daniel Freier von Lützow, können Sie das als Fraktionsvorsitzender einer Gemeindefraktion kurz erklären? Ja, wir haben uns lange darüber beraten. Wir waren uns sicher, ja, es muss was passieren, weil in vielen Kommunen wurden keine Sitzungen mehr abgehalten. Jetzt haben wir mittlerweile eine Woche lang das kommunale Notstandsgesetz, was ohne uns verabschiedet worden ist. Es werden immer noch keine Sitzungen abgehalten, weil, muss ich eine kleine Anekdote aus dem Kreistag am Montag erzählen, ich bin noch im Kreistag, da hat sich ein CDU-Landtagsabgeordneter, der zufälligerweise Vorsitzender des Kreistages ist, hingestellt, wir können erstmal noch keine Sitzung machen, weil wir müssen das erst rechtlich prüfen, was vom Land erlassen worden ist. Ja, also finde den Fehler. Wir haben es abgelehnt, weil es in die Kommunalverfassung eingreift und die Grundrechte von Einzelabgeordneten schränkt, so dermaßen einschränkt, dass, wie auch einen Tag später schon geschehen, Bürgermeister jetzt alles in den Hauptausschuss drängen. Da sind Einzelabgeordnete nicht vertreten, die können dort nicht stimmen und ihre Wählerschaft auch nicht vertreten. Und damit ist es ein Eingriff in Grundrechte. Ja, und das können wir natürlich nicht vertreten, weil hätten wir, so wie wir das beantragt haben, die Kommunalverfassung geändert, die Video- und Telefonkonferenzen mit aufgenommen und auch die Umlaufbeschlüsse, dann wäre es rechtlich sauber gewesen. So ist es ein Gesetz, was in die Verfassung eingreift, und zwar in dem Fall in die Kommunalverfassung. Deswegen haben wir das abgelehnt, weil, wie habe ich so schön in der Rede gesagt, Ermächtigungsgesetz, ja, da haben sie zwar alle geschrien, es ist aber wirklich so, in dem Fall hieß es so, ja, Ermächtigungsverordnung für den Innenminister. Also so falsch lag ich da auch nicht. Und das hat er auch getan in dieser Verordnung, die ist sehr schwammig. Deswegen wissen einige Kommunen wieder nicht, was sie tun sollen. Und ich sage immer, man hätte die Sitzung auch stattfinden lassen können. Jede Gemeinde hat eine Turnhalle. Ja, und in abgespeckter Version, zumindest mit den Fraktionsvorsitzenden und den Einzelabgeordneten, wäre das jederzeit gegangen. Danke dazu. Eine nächste Frage, die betrifft den Süden von Brandenburg. In der Lausitzer Rundschau konnte man lesen, dass Sie in Welzow einen neuen Tagebau erschließen wollen. Was ist da dran? Gar nichts. Daran ist so gut wie gar nichts dran, außer dass wir einen Antrag reingebracht haben, eine Löschflugzeugstaffel, Rescue, Resc-EU nennt sich diese Löschflugzeugstaffel, ein europäisches Projekt, welches zu 90% von der EU gefördert wird. Und da gab es die Bürgermeisterin dort in Welzow, die war da sehr engagiert gewesen, hat da auch ein Konzept ausgearbeitet, hat dafür Werbung gemacht, also ich bin von diesem Konzept absolut überzeugt. Und unser Innenminister, der damalige Innenminister, der Herr Schröter, als auch jetzt unser jetziger Innenminister, der Herr Stübken, haben diesen Standort Welzow abgelehnt. Also nicht wir haben diesen Standort abgelehnt, sondern die Innenminister, die jeweiligen. Man muss dazu sagen, die Welzower Bürgermeisterin ist SPD-Genossin und der damalige Innenminister, ebenfalls von der SPD, also sozusagen werden da die eigenen Leute geschnitten auf kommunaler Ebene. Und nicht wir sind jetzt hier die Bösen, sondern letztendlich haben wir nur gezeigt, dass wir diese Löschflugzeugstaffel
für Brandenburg wollen. Wir sind beide Feuerwehrleute mit Daniel. Wir wollen also diese Löschflugzeugstaffel, weil ganz einfach, wir haben hier in Brandenburg auch immer massive Waldbrände. Aber das, nicht nur das ist das Ausschlaggebende, sondern diese Löschflugzeugstaffel fliegt ja dann den kompletten Norden von Europa ab. Und das ist ja das Wichtige. Also wir sind ja dann über die Landesgrenzen hinaus, über die Staatsgrenzen hinaus tätig für den Bürger. Und wir haben der Landesregierung, wie gesagt, vorgeschlagen, dass wir einfach nur einen anderen Standort zeigen wollen. Und die Landesregierung, so ist unser letzter Satz in diesem Antrag, sie soll also einfach nur jetzt entscheiden, welcher Standort denn geeignet wäre. Wir würden uns freuen, wenn es nach Welzow kommen würde, ne, gerade in die Lausitz. Aber wir haben nie gesagt, dass wir Welzow abbaggern wollen. Also wie gesagt, dieses Teilabschnitt 2, was jetzt noch aktuell ist, dieses Abbaggergebiet, da zählt ja die Welzow, der Bereich Welzow da noch mit rein. Das ist nicht auf unser Mist gewachsen, das ist auf seitens der Regierung gewachsen. Vielleicht kann ich da noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ja letztes Jahr die großen Waldbrände gehabt, auch unter anderem in Teltow-Fleming. Und unsere Fraktion im Kreistag hatte damals den Antrag eingebracht, einen Sonderausschuss Waldbrand einzusetzen, um das alles aufzuarbeiten, was schiefgelaufen ist. So, daraufhin stellte sich ein CDU-Abgeordneter hin und fabulierte von Löschflugzeuge. Jetzt stellt sich ein Innenminister von der CDU und sagt, die brauchen wir nicht. Ja, und das ist das, was wir nicht verstehen. Natürlich brauchen wir die Löschflugzeuge. Ein Hubschrauber, muss man sich mal vorstellen, der fliegt ungefähr 500 Meter hoch. Das ist die Mindesthöhe, die er haben muss. So, das bisschen Wasser, was er mit transportiert, um das auch mal verständlich zu machen, das verdampft im Waldbrand, wenn das richtig brennt. Ja, das verdampft, da kommt unten nicht viel an. Ein Löschflugzeug kann wesentlich mehr transportieren und da kommt unten was an. Aber wie gesagt, das ist eine Problematik, das ist eine technische Problematik. Die Feuerwehrleute, die vielleicht zuschauen, werden es verstehen. Ja, definitiv brauchen wir das und da werden wir auch dranbleiben. Da bin ich mir sicher, Lars. Und ja, so viel erstmal zu dem Thema. Ja, eine weitere Frage, die uns gerade erreichte, einer unserer Zuschauer hier im Facebook-Livestream. Welche Maßnahmen und Anträge werden eingebracht, um schnellstmöglich den Mittelstand auf die Beine zu helfen, gerade im Bereich der Gastronomie und im Einzelhandel? Direkte Anträge dazu haben wir noch nicht eingebracht, aber wir haben jetzt gefordert einen Sonderausschuss Corona-Krise. Und weil wir gemerkt haben, diese Corona-Krise umfasst ja weite Teile von Einrichtungen, so wie auch schon der Fragesteller das vermuten lässt. Also die Wirtschaft ist massiv betroffen. Also wir haben ja nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern wir haben durch die aufgebaute Notlage, die uns so suggeriert wird, also uns wird ja so eine Angstkulisse aufgebaut, haben wir jetzt eine tatsächliche Notlage und zwar wirklich unsere Gaststätten, unsere Hoteliers, unsere Einzelhändler, die sind ja alle massiv betroffen. Nageldesigner, Friseure dürfen jetzt wieder aufmachen, aber Nageldesigner, Kosmetiker, das sind alles Leute, die also meistens allein sind, also Solo-Angestellte und die, also Solo-Einzelunternehmer und die sozusagen jetzt gar keine Einnahmen haben. Also wie gesagt, wir wollen einen Sonderausschuss Corona-Krise, in dem müssen so eine Sachen geklärt werden. Wir hoffen, dass wir nächsten Dienstag diesen Sonderausschuss durchbekommen. Ja, wir haben eine Plenarsitzung diesbezüglich, also eine Sondersitzung und da müssen solche Sachen geklärt werden. Ronny Klaus stellt eine weitere Frage hier im Livestream. Welche Möglichkeiten sehen wir, um den regionalen Tourismus durch diese schwere Zeit zu retten? Ja, Tourismus ist ja überall. Und das ist ähnlich also wie jetzt mit den Gaststättengewerbe und alles drum und dran. Da hängt ja auch alles zusammen. Gaststätten, Hotels, ne, wo das eine funktioniert und das andere nicht. Da muss definitiv, genauso wie beim Mittelstand ist, muss eine Soforthilfe vom Land rausgeschickt werden, entgeltlich, ja, dass man das überbrücken kann, was jetzt an Verluste war. Aber das, wie gesagt, hat Lars ja schon bereits gesagt, dass wir beantragt haben, einen Sonderausschuss Corona-Krise, um genau solche Fragen zu behandeln, nächste Woche Dienstag beschließen zu lassen, in der Hoffnung, dass die anderen Parteien da mitgehen, weil man kann die Fragen nicht einfach nur im Gesundheitsausschuss oder im Innenausschuss klären. Oder einfach nur Berichte abwarten. Tatsache muss da was getan werden und da müssen richtig Beratungen her. Und wir sind momentan die einzige Fraktion, die ständig Sitzungen beantragen muss, damit überhaupt welche stattfinden. Und das kann es nicht sein. Wie gesagt, da muss auch Wirtschaft mit rein, Leute aus der Wirtschaft, aus den Kommunalverbänden. Da müssen Ärzte mit rein in den Sonderausschuss. Da kann man dann Fragen stellen, da kann man wirklich arbeiten. Ja, und das muss jetzt geklärt werden, dringend, ganz schnell geklärt werden. Deswegen haben wir diesen Sonderausschuss schon einmal beantragt. Der wurde aber nicht auf die Tagesordnung genommen.
Man hat uns also hingehalten und diesmal können sie uns nicht mehr hinhalten, weil nach dem Recht sind wir mit 18 Abgeordneten in der Lage, ein Sonderplenum zu fordern. Und dort haben wir jetzt den Antrag eingebracht. Und wie gesagt, wir hoffen, dass er durchgeht, dass wir da explizit dran arbeiten können, dass wir den Mittelstand, aber auch der Wirtschaft, den Tourismus, der Tourismus von eigentlich allen helfen können, geltlich helfen können. An Geld soll es nicht liegen, davon haben wir genug freigegeben. Ja, dann sparen wir lieber an anderen Projekten. Also wenn es nach uns ginge, müsste man normalerweise diese Eindämmungsverordnung sofort lockern, ja. Und jedem Selbstständigen und jedem Unternehmer sozusagen ermöglichen, unter bestimmten Einhaltung der Hygieneregeln selbst zu entscheiden, ob er seinen Laden aufmacht oder nicht. Es muss da muss an bestimmten Bedingungen geknüpft sein, und dafür stehen wir als Fraktion ein, ne? Also wie gesagt, um hier wirklich die Wirtschaft und vor allen Dingen den Tourismus auch am Laufen zu halten. Die nächste Frage würde ich an Lars Schieske richten als Mitglied im Bildungsausschuss. Jetzt gibt es ja viele Diskussionen auch, wie es mit den Schulen weitergeht, wie es mit Unterricht weitergeht. Hier dazu die Frage, wie stehen Sie denn in der Corona-Krise zur derzeitigen Bildungspolitik? Ja, ich finde das furchtbar schrecklich, dass unsere Kinder nicht zur Schule gehen dürfen, weil unsere Gesellschaft ist ja so aufgebaut, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. So, und in der Schule wird sozusagen das Fundament für das spätere Arbeitsleben, für das spätere Leben der Kinder sozusagen gelegt. Und wenn dieses Fundament nicht gut ist oder zumindest unzureichend ist, dann fällt das irgendwann mal alles zusammen wie ein Kartenhaus, dieses ganze Arbeitsleben. Also unsere Kinder verpassen unwahrscheinlich viel Stoff jetzt zur Zeit in der Schule. Und wir haben dort im Arbeitskreis Bildung, hat unser Dennis Holoch, er ist Lehrer von Beruf, hat dort ein 13-Punkte-Programm ausgearbeitet. Das haben wir schon am 7.4. in der Pressekonferenz vorgestellt gehabt. Wie man also wieder zurückkehren könnte, zum Beispiel wir wollten ab 2. Mai, das wäre ein Samstag, wir wollen, dass samstags bis zum Schuljahresende die Kinder wieder in die Schule gehen. 3 Tage erstmal die Woche und das sozusagen dann kombiniert, dass also 3 Tage eine Klasse, 3 Tage die andere Klasse, dass man also dort auch die Raumkapazitäten nutzen kann, Abstandsregeln einhalten kann, Hygiene einhalten kann. Und wir haben gestern dann nochmal nachgelegt, und zwar haben wir dann nochmal einen Hygieneplan aufgerufen, wie also Schulen sozusagen unter der Maßgabe der einhaltenden Hygiene dort weiter Unterricht vollziehen können. Unser Ministerium hat ja gefordert, dass jede Schule, wir haben 915 Schulen hier in Brandenburg, dass jede Schule ein eigenes Konzept erstellt, erschließt sich uns nicht. Wir wollen, dass ein Konzept seitens des Landes erstellt wird, weil wer soll jetzt in der Kürze der Zeit 915 Konzepte durchschauen, ob die alle so in Ordnung sind. Da muss sich ja auch jemand hinsetzen von der Schule und so ein Hygienekonzept dort erstellen. Aber demzufolge, wir fordern, dass das Land ein Hygienekonzept aufstellt. Wir haben dazu ein 10-Punkte-Programm ausgearbeitet, wurde auch gestern auf der Pressekonferenz aufgezeigt. Und dass die Schulen dann ganz normal wieder irgendwo in die Normalität zurückkehren können oder ganz langsam in die Normalität zurückkehren können. Vielleicht noch kurz dazu, da ich ja auch Vater von 3 Kindern bin, es ist eine Katastrophe. Wie sich die Ministerin hinstellt, sagt, das ist alles geregelt, alles ist toll, diese sogenannte E-Learning, ja, weil wir ja nur noch englische Wörter benutzen. Es ist eine Katastrophe, die Lehrer kümmern sich selbst darum, dass die Schulmaterialien zu den Kindern kommen. Es funktioniert nicht überall. Wenn die Eltern nicht hinterher wären, ja, dann würden wir, Tatsache würden die Kinder ihre Klassen nicht mehr schaffen. Ja, und das ist echt eine Katastrophe, das ist kein Krisenmanagement, was hier gefahren wird, sondern das ist wirklich eine Katastrophe an sich. Nur kurz nochmal dazu aus Sicht eines Elternteils. Stellen wir uns nur das Szenario vor, Eltern sind jetzt der Meinung, dass ihre Kinder sozusagen den Leistungsanspruch dieser Klassenstufe nicht erreicht haben und wollen ihr Kind jetzt freiwillig zurückstellen lassen. Wir kommen echt in ganz schwierige Zeiten. Ne? Also wir haben ja sozusagen ja den Nachwuchs, der in die Schule kommen will, und wir haben dann Eltern, die vielleicht ihre Kinder zurückstellen wollen. Ich glaube, da gibt es noch echt Probleme. Ja, definitiv. Als nächstes fragt Sandra von Drateln, warum dürfen Fußpfleger nicht arbeiten? Ihre Kunden sind meist ältere Menschen, die sich das nicht mehr selber machen können, und viele, die Probleme und Schmerzen haben. Der Abstand dort ist doch gegeben, aber Dauerwellen und Haare färben ist wichtig und darf ab 4.5. wieder gemacht werden. Also kurz dazu, wir hatten das in der Pressekonferenz schon mal erörtert gehabt. Ja, medizinische Fußpflege ist wohl erlaubt.
laut der Verordnung. Das ist nämlich das Problem mit einer schwammigen Verordnung, was wir immer haben. Ne? Da sind Sachen erlaubt, aber einige nicht. Aber es ist nicht genau definiert, was nicht erlaubt ist, ja, oder was erlaubt ist. Und medizinische Fußpflege ist erlaubt. Und wir sehen es genauso, dass auch die normale Fußpflege, ja, unter Einhaltung der hygienischen Bestimmungen mit einer Maske, vielleicht mit so einem Spritzschutz oder sowas, was das jetzt neuerdings auch Verkäuferinnen in Berlin haben müssen, die hinter der Fleischtheke stehen oder hinter der Kasse sitzen, ja, wie ich jetzt gesehen habe, dann wäre das auch kein Problem. Aber auch da sind wir dran im Gesundheitsausschuss, um da weitere Konzepte zu erfahren und schnellstmöglich, wie gesagt, die Lockerung der Eindämmungsverordnung herzustellen, weil so wie sie jetzt steht, kann sie nicht stehen bleiben, weil dann sind wir irgendwann ein drittes Weltland wie in Afrika und hier funktioniert gar nichts mehr. Ja, häufig wird ja auch so argumentiert, dass Friseure in einer Handwerksrolle stehen. So, also macht dieser Coronavirus, der scheint recht schlau zu sein, der macht also Halt vor so einer Handwerksrolle. Na, Friseure stecken sich also nicht an, aber Fußpfleger und Kosmetiker und Nageldesigner. Und deswegen, wir verstehen das selber nicht und wir würden das gerne ändern wollen, aber wir sind die Opposition. Hier auch wieder nur unsere Maßnahme, Sonderausschuss. Da wollen wir alle Fragen geklärt haben und wollen, dass wir einfach von diesen Lockerungen runtergehen und einfach auch dem Fußpfleger dann selber entscheiden lassen, öffnet sie ihren Laden oder öffnet sie nicht ihren Laden unter bestimmten Hygienevoraussetzungen. Die nächste Frage ist gerichtet an Daniel Freier von Lützow. Thema Maskenpflicht teilweise ab nächster Woche. Sie haben doch den Innenminister gefragt, wo die vielen Masken herkommen sollen. Schildern Sie doch mal ganz kurz, was als Antwort kam und wie Sie es einschätzen. Ja, die Maskenpflicht ist ja viel diskutiert überall und der Lars war ja auch mit dabei. Wir haben den Innenminister gefragt, oder ich habe zu viel mehr gefragt, wo denn diese Milliarden von Masken herkommen sollen, wenn die Landesregierung schon Schwierigkeiten hat, die Krankenhäuser auszustatten, da wo die Masken wirklich gebraucht werden. Die lapidare Antwort hieß, müssen Sie sich selber besorgen. Und wenn ich eine Maskenpflicht einführe, muss ich auch dafür sorgen, dass es genug Masken gibt. Das kann nicht sein, dass wir wie zu DDR-Zeiten oder wie kurz nach dem Krieg mit Arbeit, Heimarbeit wieder alles selber schaffen müssen als Bürger. Dafür zahlen wir Steuern. Und diese Steuern zahlen wir in Deutschland horrende. Und da muss natürlich auch vom Staat ein bisschen was zurückkommen. Ich habe am Montag im Kreistag erfahren, dass ganz von der letzten Lieferung ganze 4.000 Masken nach Tettow-Fleming gegangen sind. Bei den ganzen Krankenhäusern kann man sich jetzt selber ausrechnen, wie lange die reichen, wenn so eine Maske 20 bis 30 Minuten im Krankenhaus ja eigentlich nur hält. Das heißt, das ist eine Farce. In Berlin hat man ja gesagt, man kann auch einen Schal benutzen oder sonst irgendwas. Ich finde es einfach nur eine Frechheit. Außerdem steht das dem Gesetz der Vermummungsverbote entgegen. Muss man auch mal dazu sehen. Und ich warne die Leute davor, Masken in den Fahrzeugen aufzusetzen, weil ihr verstoßt gegen die StVO. Das sind die geltenden Gesetze, an die wir uns halten sollten und nicht an irgendwelche Eindämmungsverordnungen, die sehr krude sind. Also Masken benutzen, ja, wer es denn möchte und wer es denn für richtig empfindet und da, wo es auch örtlich wichtig ist, wo wirklich Menschenmassen sind. Ja, aber wie gesagt, nochmal auf die Fußpflege zurückzukommen, da sind keine Menschenmassen. Ja, und ich glaube auch, dass ein Fußpfleger medizinisch vorgebildet ist und sich sehr wohl schützen kann und den Gast auch. Ja, zu der Maskenpflicht, wir hatten es heute im Innenausschuss, wurde es vom Innenminister Stübke nochmal bestätigt. Die Maskenpflicht wird zum 27. April kommen, und zwar im ÖPNV, also im öffentlichen Nahverkehr, wird also eine Maskenpflicht kommen. Ich hatte den Innenminister gefragt, welchen Standard denn diese Masken haben müssen. Ja, also da geht alles. Es ist da überhaupt gar kein Standard gegeben. Man kann von bis alles sich überstülpen. Ob das Sinn und Zweck der Aktion ist, wage ich zu bezweifeln. Du sagtest ja schon gerade, in Krankenhäusern und so weiter, da fehlen die Masken im Pflegebereich, da fehlen die Masken. Und jetzt soll jeder, der mit Zug und Bahn fährt, da sich so eine Maske überstülpen. Also für mich völlig unverständlich. Blick nochmal kurz dazu. Man kann es schon bei eBay beobachten. Also die Preise der Masken gehen nach oben. Man kann viel bestellen, auch viel in China bestellen. Wobei in China halt noch günstiger ist. Man weiß bloß nicht, ob es ankommt. Ja, also es sind Sachen, die sind nicht ausgereift. Man weiß nicht, wo es herkommt. Aber als es losging, noch 14,8 Tonnen Schutzausrüstung, unter anderem Masken, nach China fliegen und verschenken. Oder anderswo hat Herr Maas jetzt, unser Außenminister, ich glaube in Palästina, auch Schutzausrüstung, also sprich medizinische Masken, verschenkt. Da, wo wir selbst nicht genug haben. Und schüttelt man nur mit dem Kopf. Wir sind dran, wie gesagt. Das sind alle Sachen. Ihr könnt uns auch weiterhin Fragen zuschicken, ja, über E-Mail, die wir im Sonderausschuss mit einbringen werden. Definitiv. Oder hier im Livestream. Dazu haben wir heute Abend auch wieder die Möglichkeit, liebe Zuschauer. Wie gesagt,
teilen Sie in den Kommentaren all Ihre Fragen mit, die Sie an die beiden Abgeordneten richten wollen. Eine nächste Frage liegt uns auch schon vor. Was halten Sie davon, dass Sportveranstaltungen jetzt weiter untersagt sind? Ja gut, als sportpolitischer Sprecher und ich bin selber ein begeisterter Sportler, ist es für mich ein Wahnsinn, was hier läuft. Der Sport ist ja nicht nur zur körperlichen Ertüchtigung, sondern es ist ja auch ein Kontaktpunkt, um soziale Kontakte zu pflegen. Es ist also auch ein Ort, um seine Seele baumeln zu lassen, um einfach mal abzuschalten vom Alltag. Und in so einer Gemeinschaft treibt sich natürlich immer besser Sport. Und warum soll denn zum Beispiel ein Training in bestimmten Gruppen nicht gehen, mit einer bestimmten Abstandsregel? Für mich nicht nachvollziehbar. Gestern oder vorgestern hat das erste Mal Energie Cottbus unter bestimmten Voraussetzungen trainiert. Finde ich gut. Gab eine Sondergenehmigung vom Gesundheitsamt Cottbus. Sie durften also in 7er-Gruppen trainieren. Warum nicht? Kann man machen. Ich verstehe so und so nicht, warum zum Beispiel Tischtennis nicht erlaubt ist. Ja, man ist also, die Platte trennt einen. Ich verstehe nicht, warum Tennis nicht erlaubt ist. Was erlaubt ist, das habe ich gestern erfahren, Golf darf man wohl spielen, aber wer spielt schon Golf? Ja, ist genau. Nochmal einhaken mit Fitnessstudios, wo ja auch auf Hygiene geachtet wird, wo die Studios sehr sauber gemacht werden nach der Benutzung, ne, wo man desinfiziert, also wo man mehr Hygiene hat als in manchen Krankenhaus, wie man so das Gefühl momentan mittlerweile hat. Ja, wenn man so die Meldungen hört, wie viele Leute versterben. Und auch die dürften meines Erachtens oder unseres Erachtens wieder aufmachen, weil wenn die Abstände gewahrt werden zwischen den Geräten, halt ein bisschen Abstand, meistens sind so nicht viele Leute, die drinnen trainieren, ja, über die Zeit und dort die Geräte wieder sauber gemacht werden, also mit desinfiziert werden, sollte dem eigentlich auch nicht entgegensprechen. Und selbst beim Hanteltrainieren kann man ja eine Maske aufsetzen, wenn es denn notwendig sein sollte. Ja, ich wollte gerade sagen, also man könnte ja auch bloß so viele Leute reinlassen, wie die Kapazitäten, also sozusagen wie die Raumgröße hergibt. Und dann wäre das also alles auch erledigt, also gar keine Frage. Also wir sagen, der Sport dient nicht nur der körperlichen Ertüchtigung, sondern der Sport ist ebenfalls auch ein sozialer Träger. Und in der heutigen Zeit, wir brauchen das einfach auch, diesen Sport und gerade diesen Zusammenhalt im Sport. Eine weitere Frage von Ronny Klaus. Sind Gewerbesteuererleichterungen für den Mittelstand nicht die bessere Hilfe für den Mittelstand wie schleppend genehmigte Hilfskredite? Ja, dazu möchte ich antworten. Die Gewerbesteuer ist ein kommunales Thema, die zwar auch am Land mit abgeführt werden teilweise, aber auch von den Kommunen herum wohnen. Ja, auch das haben wir schon eingebracht im Innenausschuss, sowie in einem Antrag im Plenum. Leider wurde der abgelehnt, weil man möchte ja unser Mittelstand, der Motor der Wirtschaft ist, das wissen wir alle, nicht entlasten. So haben wir mal meistens das Gefühl. Ja, wir sind dran. Wie gesagt, wir klären das alles im Sonderausschuss nochmal. Wir werden es immer wieder aufs Thema bringen, weil wir haben gesagt, bevor uns die Mittelständler alle in die Insolvenz gehen oder pleite gehen oder wie auch immer wegbrechen, müssen wir was tun, weil der Mittelstand in Brandenburg ist eines der größten Arbeitgeber. Ich glaube mit 170, ob es jetzt nicht auf dem Schirm welche Zahl, aber mit sehr vielen Arbeitern, der ja auch ausbildet und weiter beschäftigt, gerade im ländlichen Raum. Ganz wichtig, ja, die Großindustrien sitzen ja meistens im specknahen Gürtel, aber halt im ländlichen Raum hast du nur den Mittelstand und der muss natürlich auch bedacht werden. Allerdings ist die Gewerbesteuer kommunale Sache und da muss man natürlich nachhaken, inwieweit wir das vom Land aus regeln können oder inwieweit das ja ein Bundesrecht ist. Da muss man nochmal sagen, aber das kann man alles im Sonderausschuss, wie gesagt, klären, den wir hoffentlich nächste Woche kriegen. Wenn nicht, werden wir es mit kleinen Anfragen versuchen zu drücken und mit eigenen Anträgen, weil wir wissen ja, wenn unsere Anträge abgelehnt werden, werden sie ja kurze Zeit später von den anderen Parteien gestellt und dann werden sie durchgewunken als ihre eigenen Anträge. Dann haben wir zumindest die Richtung vorgegeben und ja. Die nächste Frage wurde uns gestellt von einer angehenden Erzieherin. Die möchte gern wissen, was die AfD zum Schulgeld während der Ausbildung sagt. Ja, also wir sind gegen das Schulgeld, also diese Ausbildung. Wir haben ja einen Bedarf an Erziehern hier in Brandenburg. Und wir brauchen einfach gut ausgebildetes Personal, was hier verwurzelt ist, was also dann nicht irgendwo in andere Bundesländer geht. Und demzufolge muss auch die Ausbildung fundamental sein. Das heißt, wir wollen also diese Schulgeld weglassen, dass die Schule, also diese Ausbildung kostenlos ist, muss jeder Erzieher teilweise an privaten Schulen jetzt immer noch bezahlen. Und wir wollen auch ein Ausbildungsgeld installieren. Das heißt, dass
die Auszubildenden dann auch davon leben können. Ja, also jetzt bekommen sie gar nichts, müssen sogar noch für ihre Ausbildung zahlen. Und wir wollen also, dass sie dann von ihrer Ausbildung auch leben können. Ist ja letztendlich auch ein gefragter Beruf. Und wir haben dazu auch einen Antrag reingebracht gehabt, oder einen Änderungsantrag. Den Antrag hatten die Freien Wähler reingebracht. Wir haben den nochmal ein bisschen geändert gehabt, weil der handwerklich nicht so gut war, der von den Freien Wählern. Haben wir also nochmal einen super Antrag eingebracht. Wurde geschlossen abgelehnt von allen anderen Fraktionen. Also, lieber Erzieher, wir sind auf Ihrer Seite und wir hoffen, wir bleiben da dran an dem Thema, dass das irgendwann mal gekippt wird. Dazu muss man auch sagen, eine Grundforderung von uns, wo wir auch dranbleiben, ist natürlich, dass die Erzieher den Lehrern gleichgestellt werden. Was die Kommunen wiederum entlasten würde, muss man ja dazu sagen, die Kommunen entlasten würde, indem sie die Kosten nicht hätte. Die Erzieher wären besser abgesichert, ja, weil sie dann den Verbeamtetenstatus oder wieder angestellt im öffentlichen Dienst hätten, dort beim Land. Und ich denke mal, dass die Besoldungshöhen auch um einiges größer wären, wenn das Land bezahlt, als das in einer kleinen Gemeinde, die sich halt gerade mal so noch die Kitas leisten kann oder vielleicht auch nicht. Ja, und er hat schon richtig gesagt, dazu zählt aber nicht bloß der Kindererzieher, sondern auch der Heilerzieher. Der Beruf muss ja vom Schulgeld befreit werden und muss auch anerkannt werden als Ausbildungsberuf. Weil auch das ist ja ein Problem, dass man hier in der Gegend, wie gesagt, die Ausbildung selber bezahlen muss unter Umständen. Und das kann es nicht sein. Wenn man ausgebildet wird, leistet man auch Arbeit. Ja? Und diese Arbeit muss belohnt werden. Sandra von Drateln stellt eine weitere Frage. Wie ist es mit Feierlichkeiten? Darf ich feiern? Darf die Familie bei Hochzeiten mit in die Kirche? Wie viele Personen sind erlaubt? Also bei Feierlichkeiten im Rahmen der Familie, der engsten Familie, die im Wohnstand erlauben, sagt die Verordnung die unsägliche aus, dass diese Leute dort durchaus sein können. Allerdings im öffentlichen Raum habe ich 20 Personen gelesen. Ja, unter freiem Himmel. Unter freiem Himmel, ja. Das ist natürlich, wie gesagt, schwammig und ist nicht festzustellen. Im Zweifelsfall einfach mal die Polizei ein bisschen nerven. Ja, ihr Vorgesetzter ist der Innenminister Stübke, der diese Dinge erlassen hat, und fragen, was darf ich nicht. Weil im Prinzip ist es so, dass es nicht ganz klar ist, wie die Feierlichkeiten aussehen. Dann darf ich mit 20 Leuten feiern, darf ich mit 50 Leuten feiern oder darf ich gar nicht feiern? Ja, höchstens mit 5, 6 Leuten, die direkt im Haus leben. Diese Frage können wir leider nicht beantworten, aber wir nehmen sie mal mit für den nächsten Innenausschuss. Der kommt mit Sicherheit, und zwar nächste Woche, weil wir wieder einen Sonderausschuss beantragt haben. Und da werden wir die Frage dem Minister natürlich stellen und dann können wir auch antworten. Weil die Frage Kirchen aufkam. Es ist so, der Innenminister Stübken hat heute gesagt, dass Glaubensgemeinschaften letztendlich von dieser Eindämmungsverordnung also eine Lockerung erfahren. Und zwar ist es so, dass Glaubenshäuser aufmachen dürfen unter den Abstandsregeln und dürfen also so viele Leute reinlassen, um diese Abstandsregel zu bewahren. Ich hatte den Innenminister gefragt, ob sich das denn nicht beißt mit den 20 Personen, die unter freiem Himmel demonstrieren dürfen. Ja, darauf gab es keine richtige Antwort. Also für mich erschließt sich das nicht. Unter freiem Himmel darf ich mit 20 Leuten eine Demonstration anmelden, aber in einem geschlossenen Raum darf ich also unter Maßgabe der Abstandsregel mit so viel Gläubigen zusammen sein, wie es der Verantwortliche verantworten kann. Erschließt sich mir nicht. Und wie gesagt, Familienfeiern, so richtige Regelungen gibt es da nicht. Also ich kenne noch die 1 plus 1, das heißt also der im Haushalt Lebende, mit dem darf man zusammen feiern. Da kann ich dazu nicht sagen. Eine Frage noch allgemein zur Bildungspolitik, das kann ja gern wieder an Lars Schieske gerichtet werden, obwohl natürlich immer beide Abgeordnete auch antworten können. In der ganzen Situation, was Schulen betrifft, wie stehen Sie zu Zensuren in der Schule? Ja, Zensuren sind das A und O. Ich hatte ja erst schon mal gesagt gehabt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. So, und wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Leistung abgerufen wird. Ich kann Kindern schlecht erklären, wenn sie dann aus der Schule kommen, dass sie jetzt auf einmal irgendwo gewertet werden. Das ist Kindern schlecht zu vermitteln. Und demzufolge bin ich von der ersten Klasse an für eine Benotung. Das heißt, damit nicht nur Eltern wissen, wo sie ihr Kind einordnen können, sondern auch die Kinder selbst wissen, wo sie sich einordnen. Weil nichts ist schlimmer, als dass dann jedes Mal mit einem Samthandschuh das Kind angefasst wird und danach kommt es auf eine weiterführende Schule oder kommt dann mal in die Lehre und auf einmal ist da ein ganz rauer Ton und vor allen Dingen wird da auf einmal Leistung abverlangt.
Also für mich ganz klar, Leistung gehört dazu, Ordnung gehört dazu, Disziplin gehört dazu und natürlich auch dann die entsprechende Benotung. Da gibt es bestimmt hinzuzufügen. Dann zur nächsten Frage. Was halten Sie von diesen ganzen Eindämmungsverordnungen der Regierung? Welche Folgen sehen Sie in der jetzigen Situation auf uns bald zukommen? Ja, würde ich erstmal anfangen und dann Lars übergeben, wenn er noch was ergänzen hat. Also das Problem ist, durch die Eindämmungsverordnung ist die Wirtschaft natürlich flachgelegt worden, ja, völlig auf Eis gelegt worden. Wir haben, wie soll ich sagen, dadurch, dass viele Leute auch nicht wussten, was sie überhaupt tun dürfen, was sie nicht tun dürfen, ja, haben wir Wirtschaftszweige lahmgelegt, die wir definitiv unbedingt brauchen. Ja, teilweise die Landwirtschaft lahmgelegt, ist da, mit den Erntehelfern hat man es ja gesehen, wo dann sehr Flüge organisiert worden ist. Ja, wir sind nun mal halt ein Land, was sich nicht mehr selber ernähren kann. Warum auch immer. EU-Politik, Sparpolitik. Ja, und wir brauchen ausländische Hilfskräfte in der Landwirtschaft, leider. Gottes ist es so, weil es ja auch eine Geistesgeil-Mentalität ausgebrochen. Ja, so billiger die Lebensmittel sind, desto besser ist es. Was ich darum wieder falsch finde, ne? Wir werden wahrscheinlicherweise dahin zurückkehren müssen, dass Regionalkaufen günstiger ist. Und außerdem kann ich nur dazu aufrufen, die regionalen Wirtschaftszweige zu unterstützen, ja, die in Brandenburg sind. Sei es der Bauer, sei es der kleine Bäcker, der kleine Handwerker, um die Wirtschaft nach diesem Lockdown oder wie auch immer das heißt, wieder anzukurbeln. Ja, Tatsache sind die Folgen noch nicht absehbar, aber wir sind uns wirklich einig, dass das eine Katastrophe sein wird. Nicht eine mittelschwere, sondern eine richtig böse Katastrophe sein wird, weil viele Leute sind mittlerweile pleite gegangen oder in Insolvenz und könnten ihre Angestellten, die sie hatten, nicht mehr natürlich belohnen. Wir haben Arbeitslosenquoten, die grenzen schon fast an 1990, kurz nach der Wende, als die ganzen Firmen abgewickelt worden sind momentan, Kurzarbeiter. Hatten wir alle schon mal gehabt, ja, vor 30 Jahren. Sind wir leider wieder hingekommen durch die Maßnahmen der Regierung, durch die überzogenen Maßnahmen der Regierung, muss man mal sagen. Wie gesagt, wir müssen immer davon ausgehen, denn wir haben keine validen Zahlen. Und vielleicht weiß die Regierung ja was, was wir nicht wissen, weil wir wollen ja keine Verschwörungstheorien hier bringen. Wie gesagt, es ist leider so, dass die Situation sehr schlimm ist, gerade für die Wirtschaft, für den Mittelstand, aber auch für den kleinen Einzelselbstständigen. Und da muss natürlich jetzt von der Landesregierung was kommen und da werden wir auch drücken. Genau. Also ich hatte es ja schon gesagt gehabt, ich denke, dass hier eine Angstkulisse aufgebaut wurde. Mit Angst lässt sich gut regieren. Viele beschäftigen sich mit diesem Thema nicht so richtig. Man muss einfach nur mal die Zahlen vergleichen von der Letalität dieses Virus. Also es ist in meinen Augen kein Killer-Virus. Es ist ähnlich, also die Letalität liegt irgendwo bei, hat ja diese Heinsberg-Studie, die durch die Universität Bonn vollzogen wurde, hat ja gezeigt, dass die Letalität ähnlich einer Influenza, also einer Grippewelle, liegt bei 0,37%. Und da ist es einfach so, wenn man da die Zahlen einfach mal sieht, dann sollte man schon irgendwo dann versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Und viele Wissenschaftler, ich hatte es ja erst schon gesagt gehabt, der Präsident der Bundesärztekammer hat sich jetzt auch schon geäußert, dass also diese Maßnahmen auf keinerlei wissenschaftlicher oder ärztlicher Studie basieren. Daniel hat es auch gesagt, es gibt also keine validen Zahlen dazu. Es sind alles Schätzungen und demzufolge denke ich, dass wir hier irgendwo jetzt mal einschreiten müssen und sagen, wir lockern noch weiter diese Eindämmung. Also von dieser Eindämmung halte ich nicht viel, weil es, wie Daniel schon sagte, unwahrscheinlich viele Existenzen hier auf dem Spiel stehen und das kann keine Regierung verantworten. Also die Wirtschaft geht nicht über alles, aber die Wirtschaft ist nun mal unser Motor. So, und die Wirtschaft hat unseren Lebensstandard sozusagen, ne? Also erfüllt uns den. Und hier ist es so, dass man muss also auch abwägen. Und wenn man sieht, also, dass die Letalität wirklich im Bereich der Influenza ist, dann frage ich mich, wo waren denn jetzt die ganzen Maßnahmen bei jeder Grippewelle in den Jahren? Ne? Also die Wintergrippe oder jetzt im Winterhalbjahr, die Grippe hat auch schon über 250 Tote gefordert. Also ne, wir haben also immer wieder ja, einfach nur mit die Zahlen auf sich wirken lassen und dann sollte man den normalen Menschenverstand einsetzen lassen und einfach mal nachdenken. Also noch mal kurz dazu,
Ja, Lars hat schon jetzt auch viel vorweggenommen. Ich hatte auch schon ein bisschen was gesagt. Aber Tatsache ist es doch so, dass auf Nachfragen von mir, wir hatten ja im vorletzten Innenausschuss auch jemand vom Herrn Rampf, ne, vom Gesundheitsministerium sitzen und auf Nachfragen von mir, wo denn diese Corona in Anführungsstrichen Häufungen auftreten, diese Cluster, wie sie so schön nennen, diese Tatsache Krankenhäuser und Altenheime. Ja, und es wird doch mal wieder gesagt, das ist eine anfällige Gruppe. Man kann auch eine Eindämmungsverordnung so schreiben, dass zum Beispiel besonders schutzbedürftige Personen, die halt Vorerkrankungen haben, ja, unter besonderen Schutzmaßnahmen stehen, dass die halt Masken tragen, das würde auch funktionieren. Ja, also eine abgeschwächte Version und um unsere Alten zu schützen. Ja, aber wie gesagt, man muss erstmal eine Studie haben oder man muss erstmal wissen, was ist es, wo kommt es her, wie wirkt es, und solange das nicht bekannt ist, können wir so gut wie gar nichts machen, aber wir eins können wir auf keinen Fall machen, wir können uns nicht einigeln und irgendwo bleiben, das Leben muss weitergehen. Die Leute haben Angst, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, ja, weil sie Kurzarbeitergeld bekommen. Ist es auch so, habe ich auch schon von einigen gehört, die Miete nicht mehr bezahlen können oder kein Essen mehr kaufen, weil sie die Miete bezahlt haben. Ja, und das kann es nicht sein in einem Land 2020, in einem sogenannten Wohlstandsland, wo Millionen von Migranten kommen, hierher kommen, um wohl leben zu können, wir nicht mehr die eigene Bevölkerung versorgen können mit Geld. Also das kann nicht sein und da müssen wir ran, dass wir genau die eigene Bevölkerung stützen. Ja, also Daniel hat schon gesagt, die Wirtschaft ist wirklich hier unser Motor und der muss erhalten bleiben. Und wenn man sich einfach mal immer wieder auch diese öffentlich-rechtlichen Sendungen anschaut, da wird immer von einer Übersterblichkeit geredet. Das heißt, dass also jetzt zurzeit mehr Menschen sterben als sonst. Ne? Wenn man sich einfach mal die Zahlen raussucht von 2019, da sind also in 2019 pro Tag 2411 Leute in Deutschland gestorben. Pro Tag 2411 Leute. So, ich habe das mal für heute ausgerechnet. Wir haben heute den 113. Tag. Bis jetzt sind 271.645 Leute gestorben. Das macht einen Schnitt von 2.404 Leute. Also da ist noch Luft. Ne? Deswegen, also wie gesagt, einfach mal die Zahlen sprechen lassen, sich das mal zugute führen. Und dann kommt man vielleicht dahinter, dass diese Eindämmungsverordnung wirklich eine aufgebaute Kulisse ist und uns dargestellte Notlage uns jetzt wirklich in eine Notlage bringt. Die nächste Frage hat uns Doris Benisch eingereicht, soeben hier auch im Livestream. Warum gibt es nur 60% Kurzarbeitergeld? Eigentlich müsste doch das Seuchenschutzgesetz greifen oder nicht? Gäbe es da nicht die Möglichkeit, nur wenigstens die Außenbereiche der Gaststätten zu öffnen, wenn vorhanden? Ja, würde ich anfangen und dann übergeben. Also mit den 60% Kurzarbeitergeld, das ist wohl eine Vorgabe vom Bund. Ne? Da können die wenig machen. Allerdings hat der BER ein leuchtendes Beispiel gebracht. Ne? Das Steuergeldverschwendungsmodell Nummer 1 in Brandenburg, dass sie ihre Mitarbeiter 80% zahlen. Kurzarbeitergeld, also auch schon um 20% noch. Könnte jede größere Firma mühelos machen, die ja Milliarden Euro verdient haben an ihre Mitarbeiter und an uns als Steuerzahler und dort Einkaufenden und wie auch immer. Aber werden natürlich die wenigsten machen, ist leider so. Da werden wir gerne an die Bundestagsfraktion weitergeben. Da können wir hier das Land Brandenburg wenig machen. Und zu den Gaststätten Außenbereich öffnen, sehe ich genauso. Ja, Außenverkauf macht der kleine Chinese übrigens heute noch. Ja, die scheinen davon ja nicht betroffen zu sein. Der macht einen Außenverkauf und dann kannst du draußen da halt dein Essen mitnehmen und gehst halt ein paar Schritte weiter und isst es denn da oder wie auch immer oder nimmst es mit nach Hause. Ja, und Gaststätten im Außenbereich können durchaus, wie auch im Innenbereich, muss man dazu sagen, eine Abstandsregelung halten. Da kann man die Abstandsregelung halten. Ja, und es geht ja auch mittlerweile um elektronische Bestellung. Ja, nicht mal ein Tablet-PC auf dem Tisch oder so, die darf man nicht weisen auslegen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und sollte, Lars hat es vorhin gesagt, sollte man wirklich den Mittelständischen oder den Unternehmern selbst überlassen, wie sie ihre Gäste schützen. Weil im Interesse der Unternehmer ist es ja, ihre Gäste zu schützen, dass die Gäste auch wiederkommen. Ja, also das muss nicht eine Regierung handeln, das würde die Wirtschaft oder vielmehr die Gastronomiewirtschaft schon viel von alleine regeln können, wenn man sie nur lassen würde. Ja, es gibt ja zum Thema Außenverkauf, es gibt ja gastronomische Einrichtungen, die das ja vollziehen. Aber dazu muss man wissen, man darf innerhalb dieser 50 Meter um diese gastronomische Einrichtung ja die Speisen nicht verzehren. Ja. Da gibt es eine ganz kluge Anordnung aus Niedersachsen. Und zwar ist es so, wenn man sich ein Eis kauft in Niedersachsen an einem mobilen Stand oder an einer Eisdiele,
dann darf man, bis man diese 50 Meter erreicht hat, das Eis durchaus lecken, damit das nicht runtertropft, um den Fußboden nicht zu beschmutzen oder die Kleidung. Aber man darf das Eis nicht in diesen 50 Metern verzehren. Ne? Also das ist Irrsinn, das ist absoluter Irrsinn. Das ist Behördendummheit ohne Ende. Ja, Außenverkauf, viele machen es. Und ich finde da gar nichts dabei, so wie Daniel auch schon gesagt hat. Man kann also da ganz klar die Abstandsregel einhalten, genauso wie Theater, Kino. Ich könnte da jeden dritten Sitz sperren und die Theaters oder Kinos könnten da also mit entsprechenden weniger Kundschaft rechnen, aber sie könnten zumindest dort entsprechende Vorführungen vollziehen. Genauso Fußballstadien. Warum kann ich kein Fußballstadion öffnen, was also meinetwegen 20.000 Leute fasst und ich lasse da also bloß 5.000 rein? Ich könnte da also eine entsprechende Abstandsregel machen, dass ich also entweder das irgendwo abkreide oder ich baue jeden dritten Sitz raus, würde funktionieren. Also für uns absolut unerklärlich. Wo ein Mittel ist oder wo ein Weg ist, ist auch ein Mittel. Oder anderswo ein Mittel ist ein Weg. Ich würde sagen, was Lars jetzt auch nochmal gesagt hat, wäre es vielleicht sinnvoll, die Eindämmungsverordnung so zu ändern, dass es den Leuten selbst eine klare Vorgabe, ihr habt die hygienischen Vorschriften einzuhalten, Punkt. Und wir sind sicher, dass unsere Unternehmer in Brandenburg genau das einhalten würden und auch sich darum kümmern würden, dass man wieder in die Gaststätte kann. Ja, ich würde auch gerne mal wieder essen gehen. Oder vielleicht wäre der eine oder andere mal eine Rolle zwischengehen, wie man so schön sagt. Ja, in der Gaststätte mit ein paar Freunden, wo man halt auf Abstand gehen kann. Dann sitzt man halt 2 Meter auseinander, muss man ein bisschen lauter reden. Aber das ist ja nach dem 5. Bier so, dass man lauter redet. Ja, also das fällt dann ohne weiter auf. Tatsache würden unsere Unternehmer, ja, wenn man die allgemeinen Maßnahmen halt würde, das umsetzen. Und das würden sie auch von alleine hinbekommen, ohne dass die Landesregierung in die ureigensten Wirtschaftsprozesse eingreifen müsste. Ja, werte Zuschauer, wir kommen jetzt schon wieder allmählich zum Ende dieses Online-Bürgerdialoges. Sie haben aber noch jetzt schnell die Möglichkeit, eine Frage zu stellen an die beiden Abgeordneten Lars Schieske oder Daniel Freier von Lützow. Eine Frage ist noch eingetroffen. Ich denke, die kann nochmal als Schlusswort hier beantwortet werden, wenn wir auch schon sehr oft darauf eingegangen sind. Wie stehen Sie allgemein zu dieser Corona-Krise? Sind diese Maßnahmen der Regierung rechtfertigt? Also meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, und ich glaube, das ist auch Fraktionsmeinung, völlig überzogen. Völlig überzogen, wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, es gibt keine validen Zahlen. Ich kenne Krankenschwestern, die sagen, die Krankenhäuser sind leer, die Stationen sind leer und nach den Informationen, die wir haben, sind es Tatsache Pflegeeinrichtungen für Senioren und Krankenhausstationen, die hauptsächlich befällt. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen intensiver nachforschen. Wir haben ja eine medizinische Fakultät. Ja, wir haben ja den ehemaligen Obersten der BDU, der ist ja so ja hier Minister. Er müsste das eigentlich wissen. Wir haben eine Ärztin als Ministerin, die das eigentlich auch wissen müsste. Ja, da hätte man schon frühzeitig im Januar hingehen können, okay, da kommt was, lass uns doch mal eine Studie aufnehmen. Aber das Problem ist, wenn man 164 Gender-Lehrstühle in Deutschland hat, ja, und wenig Medizinforschung betreibt und auch wenig andere Forschung betreibt, sondern wirklich diesen Gender-Gaga und das andere, also diese Klimaforschung macht und pusht, ja, dass man dann, wenn so ein ich sag mal, ich mache eine Notlage eintritt, die vielleicht auch wirklich eine Notlage ist, dass dann wirklich es am Dampfen ist und man nicht weiß, was man tun soll und erst dann irgendwann nach Monaten eine Studie auflegen möchte, die natürlich auch wieder Monate dauert, ja, das ist zu spät. Also ich persönlich halte von dieser ganzen gemachten Krise nichts. Ja, und sehe, wie gesagt, auch die Eindämmungsverordnung völlig kritisch, aber das haben wir auch immer wieder kundgetan im Innenausschuss, das haben wir im Plenarsaal kundgetan. Dafür werden wir ja wie immer als Verschwörungstheoretiker aber da haben wir uns dann gewöhnt. Wie gesagt, wir sind beide Feuerwehrmänner, die für unsere Kundschaft, in dem Fall die Wähler, durchs Feuer gehen. Und das machen wir gerne. Genau. Du sagst schon gerade, wir sind Feuerwehrleute. Also ich kenne das so, bei einer Flutkatastrophe, wo auch immer, ob es die Elbe war oder manchmal auch die Spree, die Hochwasser führte, dann kenne ich das so, dass Mann und Maus dort im Einsatz sind. Und du hast es ja schon angesprochen, im Krankenhaus, zum Beispiel im CTK, es stand letztens erst bei uns im Märkischen Boten drin, vor 14 Tagen, da hat der Chef des CTKs, also des Karl-Thien-Klinikums, hat gesagt, dass er 840 Mitarbeiter des Krankenhauses in Überstunden bzw. in Urlaub geschickt hat. Also die haben frei. Und da erschließt sich mir nicht, dass uns gesagt wird, wir haben ja eine medizinische Notlage und wir haben ja die Katastrophe schlechthin. Und das Krankenhauspersonal ist zu Hause, also irgendwas beißt sich da. Und wenn man einfach mal die Betten anschaut, die dort zur Verfügung stehen, in Brandenburg sind es etwas über 800 Intensivbetten, die beatmet sind. Davon sind
nur ein Teil belegt. Also da sind über 600 Betten sind noch frei. Da muss man sich mal vorstellen, von diesen 800 paar Betten sind über 600 Betten frei. Erschließt sich mir auch nicht. Also wir haben hier Luft nach oben, wenn es eine Notlage sein soll oder eine Katastrophe, dann haben wir massiv Luft nach oben. Gut, damit kommen wir zum Ende dieses Online-Bürgerdialoges. Ich glaube, Lars Schließ, wir könnten noch mal ganz kurz etwas zum neu angesetzten Podcast erzählen. Genau, erstmal, ich bin ja in die Politik gegangen oder zumindest bin ich mit dem Ansinnen in die Politik gegangen, mich nicht zu verändern. Ich will mich nicht an die Politiker angleichen, die hier sonst im Landtag sitzen, sondern ich will ein Volksvertreter bleiben. Und das werde ich auch. Das habe ich meinen Wählern versprochen und das verspreche ich auch jetzt hier öffentlich im Livestream. Und deshalb wollen wir so, oder will ich meine Arbeit so weit wie möglich transparent machen. Das heißt also man kann mich bei Facebook finden, bei Instagram. Ich habe eine Internetseite lars-schieske.de und ich habe jetzt mit Christoph Berndt, meinem Landtagskollegen und dem Gesicht von Zukunft Heimat, mit dem wir schon ganz viele Demos bestritten haben, einen Podcast aufgelegt und zwar nennt er sich Nachbesprechung, ist abrufbar unter nachbesprechung-podcast.de und wir haben jetzt die erste Folge eingedreht, war für uns das erste Mal. Ja, ich habe in Cottbus die Mühle mitgegründet, das ist ein Bürgertreffpunkt, ein Raum der freien Rede. Wir hatten also auch schon den Herrn Kubitschek da, wir hatten also Leute von Pegida da, wir hatten also den Roger Beckkamp da. Wir haben also Leute dort, die Vorträge halten. Jeder ist dort herzlich willkommen und ich hoffe, man sieht sich dort mal, beziehungsweise in meinem Büro in der Mühlenstraße in Cottbus und da möchte ich mich jetzt schon verabschieden. Ja, dann Lars hat schon gesagt, Leidenschaft auf den Podcast. Habe ich die Woche entdeckt, finde ich eine gute Idee. Muss man mal gucken, ob ich das auch einrichten kann oder er mir hilft, wie man das für mich einrichtet. Tatsache habe ich ja damals in meiner Antrittsrede nicht umsonst gesagt, der Volkslobbyist, ja, der Einzellobbyist, der ich finde, ist das Volk. Wir haben hier eine schöne Tasse, erster Diener unseres Volkes und nach dem Motto handeln wir auch. Wir werden uns nicht verbiegen, wir werden nicht so wie alle Parteien, das haben wir auch gemerkt in den ersten Diskussionen. Und ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, es sind wieder Demonstrationen erlaubt. Im öffentlichen Raum mit 20 Leuten zwar nur, aber man kann mit 20 Leuten auch einen Banner vor sich hertragen, eine Straße sperren, damit ja aufmerksam machen. Man kann ein bisschen verraten. Die erste Demonstration meines Wissens finden am Freitag in Langenfeld im Bahnhof statt. Das war zwei Stück: einmal um 14 Uhr am Bahnhof, einmal um 15.30 Uhr im Malo am Bahnhof. Dort wird der Aufgewandt an den Bahnhof, muss man ja mal sagen. Da haben wir eine Weihnachtsführung. Demonstration machen, Demokratie schützen, Grundrechte erhalten. Weil genau das ist nämlich das, was man gerade macht. Man beschneidet es in den Grundrechten und man hebelt die Demokratie aus. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist der Wort zum Sonntag, aber damit möchte ich mich recht herzlich verabschieden und mich bedanken für die Fragen, die gestellt worden sind und besuchen Sie uns gerne wieder. Ansonsten können Sie uns jederzeit in die Fraktion anschreiben oder halten Sie auch keine E-Mail. Dann damit vielen Dank an die Abgeordneten Lars Schieske und Jan Freier von Lützow. Wir sind nächste Woche wieder, wie gewohnt, am Mittwoch abends um 19 Uhr für Sie da. Bis dahin, gute Woche.